Und wir blicken an dieser Stelle ins Inland. Da haben sich in Rheinsberg in Brandenburg die Innenminister der Länder getroffen. Und das größte und wichtigste Thema dabei war und bleibt ein altbekanntes: illegale Migration. Und die große Frage, wie man sie besser eindämmen und in den Griff kriegen kann. Auch hier wollen wir in die Abschlusspressekonferenz reinhören. Und dort macht den Anfang Michael Stübgen, Innenminister Brandenburg der CDU. Wir haben intensiv über Asyl und Abschiebungen diskutiert. Ich bedauere, dass wir hier leider zu keinem einvernehmlichen Beschluss gelangen konnten. Die Unterschiede zwischen SPD und unionsgeführten Innenministern waren noch nicht überwindbar. Brandenburg hatte einen Beschlussvorschlag eingebracht, der für die B-Länder unter anderem die folgenden 4 Punkte vorsieht. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass der nahezu ungehinderte Zustrom irregulärer Migration unterbrochen wird. Binnengrenzkontrollen sind gut und wirkungsvoll, reichen aber auf Dauer nicht aus. Wenn die festgestellten Personen anschließend erst aufgenommen und später aufwendig zurückgeführt werden müssen, wenn dies überhaupt erreicht wird. Dies ist ineffektiv und schafft falsche Anreize. Es muss an der deutschen Grenze auch zurückgewiesen werden, auch Personen, die aus einem sicheren Drittstaat kommen und ein Asylgesuch äußern. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und zum Schutz der inneren Sicherheit ist dies nötig und möglich. Zweitens fordern die unionsgeführten Bundesländer, dass Asylverfahren in sicheren Drittstaaten durchgeführt werden. Dies macht die Bearbeitung effizienter, hilft Schleusernetzwerke auszutrocknen und schützt Betroffene vor den bekannten Gefahren einer langen und schwierigen Flucht. Dazu müssen die bundes- und europarechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Zu streichen ist aus Sicht der unionsgeführten Länder die europarechtliche Voraussetzung, wonach der Antragsteller eine Verbindung in den jeweiligen Drittstaat haben muss. Sichere Herkunftsstaaten müssen drittens endlich konsequent als solche eingestuft werden. Für Armenien, Indien, Tunesien, Algerien und Marokko muss das sofort gelten. Und wir brauchen viertens eine Abschiebungspraxis, bei der Rückführungshemmnisse konsequent abgebaut werden. Dazu gehört unter anderem, dass der Bund durch die Übernahme von Dublin-Rückführungen und dem Betrieb von Bundesausreise- und grenznahen Dublin-Zentren mehr Verantwortung übernimmt. Überstellungsfristen im Dublin-Verfahren sind dabei zu streichen. Zur effektiven Klärung der Identität und Staatsangehörigkeit eines Asylbewerbers benötigen wir die Möglichkeit, Identitätsverweigerern und nur denen, die in Haft zu nehmen. Das ist europarechtlich möglich. Wir müssen dies im deutschen nationalen Recht nur umsetzen. Einig sind sich die Innenminister dagegen, dass ihre Forderung an die Bundesregierung bestehen bleibt, schwere Straftäter weiterhin nach Syrien und Afghanistan abzuschieben. Eine Einigung gibt es dagegen beim Sicherheitspaket. Hier ist der Weg frei für den Vermittlungsausschuss. In der Innenministerkonferenz sind wir uns außerdem darüber einig, dass der Bund mehr in den Zivilschutz investieren muss. Vor mehr als 2,5 Jahren hat die IMK dazu einen Beschluss gefasst, innerhalb von 10 Jahren 10 Milliarden Euro in Zivilschutzstrukturen zu investieren. Das Gleiche müssen ihrerseits die Länder auch tun und machen dies allerdings auch schon seit Jahren. Diese Forderung haben wir heute erneuert. Darüber hinaus ist der Bund aufgefordert worden, Lücken bei der Bundesausstattung im Zivilschutz zu schließen. Ja, meine Damen und Herren, ich beginne mit den Themen, die aus meiner Sicht sicherheitspolitisch im Moment sehr im Fokus stehen. Und das ist natürlich die Bedrohungslage durch den islamistischen Terrorismus, die weiterhin hoch ist. Die furchtbaren Taten in Mannheim und Solingen haben das leider gezeigt. Gleichzeitig konnten unsere Sicherheitsbehörden weitere islamistische Anschläge verhindern, auch dank, und da gilt mein Dank nochmal an alle Innenminister, auch der Länder, der sehr guten Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder in dem Bereich. Ich bin froh und dankbar, Herr Stübgen hat es gerade gesagt, dass der allergrößte Teil heute auch der Beschluss zum Sicherheitspaket getroffen wurde. Der allergrößte Teil ist ja schon beschlossen. Sie wissen, dass da ein Teil noch offen war. Ich freue mich aber über das einheitliche Votum dieser Konferenz, das noch in der Legislaturperiode jetzt im Bund abzuschließen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Signal, weil dort wertvolle Befugniserweiterungen drin sind.
Wir haben bereits beschlossen Waffen- und Messerverbote, die bereits jetzt auch die Kontrollen schon ermöglichen. Das ist schon in Kraft. Wir haben die Befugnis erweitert, für den Verfassungsschutz Finanzströme von Extremisten zu durchleuchten. Auch das gilt schon. Und auch das Aufenthaltsrecht haben wir ja massiv verschärft. Auch das ist schon geltendes Recht. Ich freue mich aber, dass die zweiten Teil des Sicherheitspakets, der im Bundesrat aufgehalten wurde, nun jetzt noch zu Ende gebracht werden soll. Dazu gehört die Gesichts- oder Stimmerkennung von Terrorverdächtigen, Mördern, Vergewaltigern und anderen Schwerkriminellen. Biometrische Daten müssen hier zur Identifizierung mittels KI im Internet abgeglichen werden können. Das ist der Part, der blockiert wurde im Bundesrat und soll jetzt neu aufgesetzt werden. Und ich bin froh, dass wir auch beim biometrischen Datenabgleich die Notwendigkeit erkannt haben, dass das möglichst bald kommt. Was für uns aber auch wichtig ist, und das soll ein solches Sicherheitspaket auch umfassen, ist eine rechtssichere Speicherpflicht für IP-Adressen. Denn die IP-Adressen ist oft der einzige Ermittlungsansatz, um Tätern auf die Spur zu kommen. Das gilt insbesondere im Bereich der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und vor allem der Terrorismusbekämpfung. Der Europäische Gerichtshof hat eine solche Speicherpflicht nicht nur für zulässig erachtet, sondern sogar für geboten beurteilt. Und Sie wissen, dass ich schon sehr lange innerhalb der Koalition dafür geworben habe. Jetzt ist und dieses Scheitern lag ja offensichtlich auch an der nun ausgeschiedenen FDP. Und jetzt bin ich froh, dass wir eine Einigkeit darüber haben, dass wir das gemeinsam noch auf den Weg bringen wollen, gemeinsam mit den restlichen Maßgaben des Sicherheitspaketes. Wir müssen die kritischen Infrastrukturen widerstandsfähiger und krisenfester machen. Dazu gehört der Schutz unserer Energieversorgung, unserer Kommunikation, unserer Krankenhäuser und der wichtigsten Verkehrs- und Versorgungswerke. Deshalb werbe ich nochmal dafür, dass wir an dieser Stelle auch vorankommen und die Union sich dieser beiden Gesetzesvorhaben, nämlich einmal die Umsetzung des 2- und Kritis-Dach-Gesetz, nicht verweigert. Die Gesetzentwürfe liegen vor und die ersten Lesungen haben diese Woche im Deutschen Bundestag dazu auch stattgefunden. Außerdem setzen wir uns, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dafür habe ich bei dieser Innenministerkonferenz auch noch mal sehr geworben. Wir setzen das neue gemeinsame europäische Asylsystem mit Hochdruck um. Sie haben gesehen, dass wir als Bundesregierung über den Sommer hinweg einen Gesetzentwurf erarbeitet haben, der vor kurzem im Kabinett auch beschlossen wurde. Da geht es um die nationale Umsetzung aller 10 Richtlinien und einer Verordnung. Und das war ein sehr wichtiger Prozess. Deutschland ist damit führend in der Europäischen Union. Und jetzt muss es durch den Bundestag. Und da werbe ich noch mal für, weil all die Fragen, auch die Herr Stübgen gerade aufgerufen hat, in der Frage der sicheren Herkunftsstaaten, in der Frage auch dessen, was wir mit Quoten, Schutzquoten erreichen können für schnellere Asylverfahren, ist in diesem Gesetzespaket enthalten. Und damit würde auch in Europa endlich es zu einer faireren Verteilung der Geflüchteten kommen. Denn da ist Deutschland über die Maßen gegenüber anderen Ländern belastet. Es ist wichtig, dass wir Zuwanderung begrenzen. Deswegen ist es wichtig und richtig, das will ich ausdrücklich unterstreichen, dass die Grenzkontrollen fortgeführt werden. Jahrelang haben andere Parteien, auch die in der bisherigen Bundesregierung, nachdrücklich bestritten, dass es einen Sinn macht, konsequente Grenzkontrollen durchzuführen und dass das vertretbar ist. Wir stellen aktuell fest, ja. Jetzt erklären auch die Bundesinnenministerin und der Bundeskanzler, dass diese Grenzkontrollen einen positiven Beitrag leisten, die Flüchtlingszahlen zu reduzieren. Das hätte man alles schon viel früher machen können. Aber wir sehen uns in unserer Haltung bestätigt. Und deshalb muss das konsequent fortgesetzt werden. Und deshalb brauchen wir in der Tat auch eine Situation, dass noch mehr Personen unmittelbar an den Grenzen zurückgewiesen werden. Wir brauchen keine zusätzlichen Verfahren, Dublin grenznah und dergleichen durchzuführen, sondern wir müssen noch mehr Personen unmittelbar an den Grenzen zurückweisen. Es muss das europäische System konsequenter Kontrollen an den EU-Außengrenzen durchgesetzt werden. Daran mangelt es immer noch. Und solange dies nicht geschieht, müssen wir an unseren eigenen Grenzen kontrollieren.